Hi und herzlich willkommen zu einem kleinen Guide zu Flammzitadelle Weg 1. Hier am Anfang ein kleiner Amboss, mit dem man theoretisch seine kaputte Ausrüstung reparieren kann. Und danach begebt ihr euch gleich hier geradeaus nach links. Einer öffnet dann, oder triggert quasi, das Event. Aber der Rest stellt sich schon mal vor dieses Tor. Die Videosequenzen kann man überspringen, wenn es einen denn unbedingt interessiert. Kann man sie schauen, aber das dauert halt. Auswählen tut man den ersten Speer, was eben bedeutet, man wählt Weg 1. Und positioniert sich dann ganz einfach vor diesen großen Felsen, von dem Ketten runterhängen. Der als verschlossenes Tor fungieren soll, das gleich aufgesprengt wird von einem NPC, auf den wir auch warten. Kann ein kleines bisschen dauern, aber der wird sich dann hier hinstellen, das Tor aufsprengen. Und unsere Aufgabe ist es dann, die zwei Flammentürme und die zwei Char, was auch immer, dahinter zu besiegen. Wir gehen zuerst auf die Flammentürme, da die ganz bösen AOE-Schaden machen, der auch hier spawnen wird, und deswegen rollen wir uns durch, also mit Ausweichen. Fest doch irgendwas mit Schnelligkeit rein. Kämpft mit aller Härte. Weg. Bitteschön. Gut. Eine kleine Menge ist in dem Fall wohl optimal. Oh, oh, so wird sich natürlich auch unsichtbar machen. Tretet lieber zurück. Die Wut ist mein. Das war ein wenig zu viel. Es hat den Zweck. So, wie gesagt, erstmal auf diese Flammenlegion und Geschütztürme gehen. Und die möglichst schnell runterhacken. Da liegt auch schon der erste. Oh, genau, nämlich das machen die und das ist nicht schön. Ah, okay. Der hat sich schon selbst geholfen. Und jetzt einfach auf diese zwei gottgeschmiedeten Fanatiker gehen. Das dürfte auch kein Problem sein. Die dürften schnell zu Boden gehen. Jawohl. So, jetzt kommen wir auch schon zum ersten Boss. Eine Flammenlegion-Waffe zu bauen. Wir müssen sie finden und retten. Grundlegend einfach draufhacken. Hier wird ein recht großer Gegner spawnen gleich. Den einfach komplett ignorieren. Denn der despawnt, nachdem wir den hier besiegt haben. Wir können ihn auch niederwerfen, unterbrechen. Also, der sollte kein Problem sein. Geht auch recht schnell, wie man sieht. Macht nicht allzu viel Schaden. Den netten Herren einfach ignorieren. Will nur spielen. Macht nichts weiter. So, wieder mal rausrollen aus dem Geschehen. Bevor es uns dann doch unglücklicherweise erwischen sollte. Oh, ich glaube, der ist ja in unsere Schussbahn. Jetzt alles Druck, was geht. Ja, perfekt. Schon mal die erste Truhe looten. Oh, hat sie da auch umgehauen? Krass. Jetzt geht's zur Brücke. Auf der Brücke werden ebenfalls Gegner spawnen und da stehen auch Türme, die den AOE-Schaden vom Anfang machen. Da rollen wir einfach durch und rennen auch bis in den nächsten Raum. Also einfach alles probieren, was jetzt kommt. Und sich dann hinten im Raum positionieren. So, einfach möglichst schnell sein. Strengt euch an. Kommt jetzt auch noch ein Bonus-Event, glaube ich, aber. Ah, nicht mal. Kommt es wahrscheinlich nur manchmal. Aber egal, einfach Nein sagen und durchrennen. So. Jetzt irgendwo hier positionieren. Und gleich spawnen sogenannte Akolyten. Nur auf die gehen, den ganzen Rest ignorieren. Und nachdem alle fünf tot sind, hier hinten in den Raum reinrennen. Zeigen wir auch gleich. Das wird dann dreimal wiederholt, weil diese Akolyten immer nach einer Zeit nachspawnen. So. Die werden auch an diesen Flammenschalen erscheinen. So. Und dann haben wir sogar noch eine tägliche Tötung bekommen. Einen täglichen Erfolg bekommen, wunderschön. So, wenn alle tot sind, hier rein, rein, diesen Gang entlang. Bestmöglichst schnell auch wieder, damit die ganzen schweren Gegner von einem ablassen, die man eh nicht töten kann. Und irgendwo hier oben auf dem Felsen positionieren, um aus der Akku-Reichweite rauszukommen. Der ist ein ganz hartnäckiger, aber der soll uns jetzt mal egal sein. Hier verharren wir kurz, alternativ kann man noch oben irgendwo sich auf die Steine stellen, aber das finde ich ein bisschen besser hier. Kurz warten. So, jetzt dürfte es eigentlich wieder gespawnt sein. Runde 2 von 3. Auch wieder gleiches Prozedere, einfach Flammenakolyten erledigen. Oh, damit
den nächsten. Und das ist soweit bei dem Kampf eigentlich auch alles. Oh, da haben wir noch einen, den sich böse vor uns versteckt. Und wieder weg. Da das, wie wir an den Balken sehen, immer noch nicht reicht, um den Kampf zu beenden. Eine Runde brauchen wir noch, und davon aber auch nicht alle. Also die dritte Runde wird eigentlich recht einfach. Ah, die verlieren schon ihr Interesse. Die merken, wir sind viel zu weit oben und dann lohnt es sich gar nicht, uns noch weiter zu verfolgen. Verständliche Reaktion. So, lieber etwas länger warten, als in den Raum zu rennen und dann Schaden zu kassieren, bevor die Akolyten überhaupt da sind. Oh, das ist auch mal böse. So, ja. Oh, wir sehen, das war's auch schon. Der Rest spawnt. Und wir haben wieder unsere Belohnungstruhe. Und sogar was Seltenes. Wunderbar, das hat sich ja gelohnt. Kann ja kaum besser sein. Jetzt haben wir auch eine Wegmarke für alle Verstorbenen. Die können dann gerade hier erscheinen. Wir treffen uns jetzt hier vor der nächsten Tür. Okay, wir haben es jetzt recht einfach, da wir ein Messer dabei haben. Danach spawnen jetzt nämlich hier an Wänden in einem Gang Flammkugeln. Und wir müssen drei von diesen Flammenschalen quasi hinüber befördern, durch diese Kugeln durch. Da gibt es jetzt keinen Optimalweg, man muss halt erstmal gucken, wie man durchlaufen kann. Man darf nämlich nicht von den Flammenkugeln erwischt werden. Aber da wir ein Messer haben, kann der einfach ein Portal da hinten setzen und hier. Und wir können einfach das gesamte Jump'n'Run-Rätsel umgehen. So, theoretisch müssen wir nämlich das hier jetzt nehmen. Und dann durchlaufen, aber wir können jetzt einfach das Portal nutzen und müssen jetzt diese drei Flammenschalen hier aktivieren. Ich als Krieger gehe jetzt zur Tür. Alle anderen begeben sich einfach in Umkreis von einer dieser Flammenkuppeln und bleiben da drin stehen. Ganz wichtig, drin stehen bleiben, sonst kann ich nämlich das hier nicht machen. Und dann einfach die Gegner dort besiegen und kurz ausharren. Nicht hinaus bewegen, sonst werde ich nämlich rausgeschleudert. Das ist nicht gut. So, für den, der hier drin ist, der macht einfach diese Portalsteuerung kaputt. Keine große Sache. Den ignorieren wir einfach, nehmen die Sachen aus der Truhe und rennen in den Endbossraum. Da platzieren wir uns auch erstmal weiter hinten möglichst, damit eben dieser Gegner, der gerade noch mich etwas rüsten will, von uns ablässt. Und das ist hier auch schon der Endgegner. So, hier fallen immer Kristalle von der Decke, die einen umschmeißen und Schaden machen. Den möglichst schnell ausweichen. Und ansonsten einfach draufhalten. Die heilen diesen Boss theoretisch gesehen. Irgendwie habe ich wieder diesen Bug, dass ich die Waffe nicht wechseln kann. Aber das ist soweit egal. Einfach aufhalten. Denn die Kristalle dienen uns dazu, falls wir am Boden liegen. Einfach die Kristalle angreifen, da die nicht viel Leben haben. Und schon stehen wir wieder auf, da die als Gegner zählen. Sonst, man sieht, der Boss geht auch schnell leicht runter. Dafür, dass der Endboss ist, nicht allzu schwer. Hat auch nichts weiter Besonderes. Kann ein paar Angriffe machen. Möglichst im Kreis rumrennen, wenn wir jetzt einen großen AOE-Schaden sehen, einfach zur Seite ausweichen. Aber wenn das nicht gelingt, ist es auch nicht schlimm, macht die alles andere hier nicht viel Schaden. So. Ja, wenn die Nahkampf ist, kann einfach wegrollen und dann wieder hinrollen. So kriegt man keinen Schaden, das ist eigentlich schnell der Boss. Und als Fernkämpfer einfach in einem recht großen Kreis außen rumlaufen, damit man eben gar nichts von AOE-Schaden abbekommt. Oder, oh, doch, hat noch gereicht. Ich dachte, ich werde zu früh gewesen. Immer wieder hinten dran rollen. Oh, da habe ich auch einen dieser Kristalle übersehen. Man sieht, man wird kurz zur Seite geschleudert. Kann dann aber auch wieder aufstehen. Problem ist nur, wenn man eben viel auf einmal abbekommt, dann kann es gefährlich werden. Und das war's aber auch schon. Die kleine Truhe beim Boss können wir looten. Wenn wir den Dungeon das erste Mal abschließen, bekommen wir hier rechts noch eine Belohnungstruhe mit einem Gold und 60 der Chaschnitzer rein. Können wir das noch nehmen. Und natürlich die Endbelohnungstruhe. So, das war's auch soweit. Das war Weg 1. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ciao!